kurz vor der Kommunion beten Katholiken: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Warum sollte ich nicht würdig sein, wo es doch heißt, dass Gott mich über alles liebt? Meine Unwürdigkeit aufgrund meiner Defizite, meiner Schwächen, meiner Verfehlungen, die widerspricht nicht der unbedingt zugesagten Liebe Gottes. In der Eucharistie empfange ich eine Gabe, die ich mir nicht erdienen oder erarbeiten muss, Gott sei Dank. Das ist ähnlich wie bei dem römischen Hauptmann, der um die Heilung seines Dieners bat und voll und ganz die Autorität Jesu Christi anerkannte, darauf hoffte, dass ihm Heilung zuteil würde. Wir haben das in der Kommunion abgewandelt. Da geht es nicht um einen anderen Menschen, für den wir bitten, sondern um die eigene Seele, um das ureigene Innere, das von Jesus gereinigt, geheilt werden soll. Worauf ich hoffe, dass trotz aller meiner Defizite er mich restlos annimmt und anerkennt und mir auch die Gabe der Kommunion schenkt.